Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir können heute hier nicht über dieses Thema diskutieren, ohne wenigstens auch einen Satz oder zwei Sätze zu verlieren über das, was gestern Abend hier in Berlin passiert ist. Ich fand es, und zwar beziehe ich mich auf den Syrien-Teil der Gespräche, die stattgefunden haben. Ich fand es eine tolle Initiative und auch eine sehr erfolgreiche Initiative der Bundeskanzlerin, des Bundesaußenministers, die Gelegenheit des N4-Formats dann anschließend zu nutzen, um gemeinsam mit dem russischen Präsidenten und dem französischen Präsidenten die Lage in Syrien zu diskutieren. Und die Dauer der Gespräche und die Intensität der Gespräche zeigt ja auch, dass es einen Sinn macht, selbst wenn man unversöhnliche, unvereinbare Positionen hat, miteinander zu reden. Es wäre eine große Chance für den russischen Präsidenten Putin gewesen, auch im Vorfeld des EU-Gipfels, der ja das Thema Russland auch behandeln wird, ein Zeichen des guten Willens zu zeigen und die Unterbindung von Luftschlägen gegen Aleppo für einen längeren Zeitraum zu unterbrechen und damit humanitäre Hilfe möglich zu machen. Denn das sind die beiden zentralen und zuallererst ganz oben stehenden Forderungen, die wir im Augenblick haben. Keine Luftschläge gegen Aleppo und die Ermöglichung des humanitären Zugangs für Hilfskonvois. Das könnte Putin offensichtlich durch ein Telefonat mit Damaskus in den Wege leiten. Und es ist schade, dass er diese Gelegenheit nicht ergriffen hat. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass er möglicherweise doch auch aus dem Gespräch hier in Berlin mitnimmt, dass dies eine Forderung nicht nur der deutschen Bundeskanzlerin und des französischen Staatspräsidenten, sondern eines weit überwiegenden Teils der Weltbevölkerung ist und dass es dafür auch eine breite Unterstützung bei den Vereinten Nationen gibt. Zu dem hier an heute zur Verhandlung stehenden Mandat. Wir sind beim Kampf gegen den IS ein sehr gutes Stück vorangekommen, sowohl was die Unterstützung der Peschmerga im Norden Iraks angeht, das ist ja unser Irak-Mandat, das wir laufen haben, als auch das, was in Syrien selbst passiert. Es gibt jetzt Befürchtungen und Sorgen in Europa und in Deutschland bei den Menschen, dass wenn zum Beispiel Mosul fällt oder wenn der IS in Syrien weiter zurückgedrängt wird, Ausweichbewegungen und Aggressionen starten könnte gegen Deutschland und Europa. Ich glaube das in dieser Form nicht. Ich glaube, dass es in erster Linie ganz wichtig ist, dass diese vermeintliche Faszination, die vor den IS für irregeleite junge Menschen in Europa ausgegangen ist, dass die rapide abnimmt, dass der IS als das enttarnt wird, was er wirklich ist, nämlich eben eine verbrecherische Organisation, die an Brutalität mit nichts anderem in der heutigen Zeit zu messen ist. Und dass deswegen die Gefahr, dass junge Menschen in Deutschland und Europa Anschläge verüben, die gegen unsere Freiheit gerichtet sind, eher abnimmt, auch mit dem Kampf gegen den IS, als dass es zunimmt. Ich würde mir aber natürlich wünschen, dass wir alle Möglichkeiten an unseren Grenzen, aber eben auch unsere Dienste nutzen, um sicherzustellen, dass diejenigen, die nach Europa kommen oder nach Europa zurückkehren aus den Kampfgebieten, identifiziert und zur Rechenschaft gezogen werden und dass auf diese Weise sichergestellt wird, dass die Bedrohung in Europa tatsächlich nicht zunimmt, sondern abnimmt. Herr Kollege Hart, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Liebig? Ja. Vielen Dank, Herr Hart, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Nachdem der Herr Außenminister Steinmeier nichts dazu gesagt hat, frage ich Sie jetzt als Vertreter der Koalition, wie bewerten Sie denn das Agieren der türkischen Streitkräfte, die im Norden Aleppos nach eigenen Angaben 160 bis 200 Kämpferinnen und Kämpfer der Kurden getötet haben, die sich im Kampf gegen den Islamischen Staat befinden? Wir weisen in den Gesprächen mit der Türkei stets darauf hin, dass die Türkei das Recht hat, Terrorismus zu bekämpfen und ihre staatliche Ordnung zu verteidigen, dass sie dabei aber die Regeln der Verhältnismäßigkeit und die Regeln des Völkerrechts beachten muss. In der Form, wie von Frau Dardelen vorgetragen, hier ein überschäumender, geradezu Hass gegen die türkische Regierung da ist und eine Undifferenziertheit der Betrachtung, sehen wir auch in der türkischen Regierung eine übermäßige Fixierung auf terroristische Elemente unter den Kurden und eine zu wenige Berücksichtigung und Beachtung derer, die eine friedliche Veränderung im Namen der Kurden wollen. Wir stehen für Maß und Mitte an diesem Punkt und nicht dafür,
die Türkei in Pausch und Bogen zu verurteilen oder gar die Kurden in Pausch und Bogen zu verurteilen, so wie die Türkei es tut. Was die konkreten Ereignisse angeht, die wir jetzt zu vergegenwärtigen haben, so bin ich fest davon überzeugt, dass die türkische Regierung gute Gründe haben wird, diese terroristischen Kräfte im Norden des Irak zu Norden Syriens zu bekämpfen. Dort gibt es Terrorismus, der auch von Kurden mitgetragen wird, und der ist genauso verantwortlich für die Situation in Syrien, die wir heute haben, wie die anderen schrecklichen Dinge auch, die da passieren. So, ich möchte kurz auf den Einsatz selbst eingehen. Ich finde, dass Deutschland mit dem, was wir bisher bereits getan haben, Luftbetankungsunterstützung, Fotografieren und Aufklärung am Boden, aber eben auch das, was wir tun mit der Fregatte Augsburg an der Seite des Flugzeugträgers der Franzosen, einen erheblichen Beitrag zur Koalition leisten, die den IS in Syrien bekämpft. Und ich finde es selbstverständlich, dass wir weitere geeignete Mittel, das zu tun, nutzen, nämlich ganz konkret das Instrument von AWACS mit einsetzen, um den Luftraum zu überwachen. Ich bin deswegen der Auffassung, dass das Mandat unsere Unterstützung finden kann. Wir werden es in den Ausschüssen ausgiebig beraten und dass deutsche Soldaten selbstverständlich in diesen AWACS-Flugzeugen Dienst tun dürfen. Ich würde mir darüber hinaus wünschen, dass die Koalition bei ihrem Kampf gegen den IS nicht nur im Irak, sondern auch auf syrischem Boden weiterhin großen Erfolg hat und dass wir unsererseits die Soldatinnen und Soldaten, die in den verschiedenen Funktionen im Einsatz sind, alle auch gesund und wohlbehalten wieder nach Hause bringen und dass wir Ihnen für diesen Einsatz alle Soldatenglück wünschen. Herzlichen Dank. Herr Kollege Hart, gestatten Sie noch, auch wenn Sie fast schon zum Schluss Ihrer Rede sind, eine Zwischenfrage der Kollegin Keul. Ja. Danke, Herr Kollege Hart. Sie haben ja jetzt zum Schluss auch noch mal dankenswerterweise auch zu dem konkreten Mandat auch gesprochen. Und wir würden als Parlamentarier das ja natürlich auch gerne bewerten, welche Auswirkungen unsere Beteiligung im Rahmen dieser Allianz tatsächlich hat, auch am Boden. Mhm. Aber die Kollegin Malsch-Burger hat es ja vorhin schon angesprochen, auf unsere Fragen, was denn am Boden tatsächlich passiert, auf welche Ziele eingewirkt wird, bekommen wir von der Bundesregierung nur die Antwort, darüber haben wir keine Kenntnisse. Wir geben unsere Daten und was dann unsere Bündnispartner damit machen, entzieht sich unserer Kenntnis. Das erstaunt mich doch sehr, denn wenn ich als Parlamentarierin bewerten soll, ob ich diesen Einsatz unterstütze, dann muss ich doch auch wissen, was am Ende mit diesen Daten passiert und wo sie eingesetzt werden. Und ich finde auch, dass der Grundsatz der Verantwortung an der Stelle nicht eingehalten wird, wenn die Bundesregierung Daten weggibt und uns erzählt, und ich muss ja erstmal davon ausgehen, dass es stimmt, was die Bundesregierung uns sagt, dass sie gar nicht weiß, was am Ende damit dann für Wirkung erzielt wird. Also wenn Sie uns jetzt erzählen können, Sie haben ja gesagt, es hätte Fortschritte gegeben, unsere Handlungen hätten Wirkung, dann bitte erläutern Sie uns doch mal, was denn konkret am Boden bei diesem Luftkrieg rausgekommen ist. Also ich interpretiere die Informationen der Bundesregierung komplett anders als Sie. Wir werten diese Daten aus. Wir geben diese Daten insofern weiter, als dass sie zur Bekämpfung des IS in Syrien genutzt werden kann. Und es liegen keinerlei Erkenntnisse dafür vor, dass irgendeiner, der beteiligt ist am Kampf gegen den IS in Syrien, diese Daten in einer Art und Weise verwendet, die wir als Deutscher Bundestag oder als deutsche Bundesregierung nicht akzeptieren können. Vielen Dank. Damit wären Sie auch am Ende Ihrer Redezeit. Ich darf jetzt dem Kollegen Gerke die Möglichkeit einer Kurzintervention geben.